Hallöchen Leute und willkommen zu unserem Karlchen-Knack-Video Flucht ins Krankenhaus. Mal sehen, was passiert. Mein Gott, da will man nur mal in Ruhe einen Apfel klauen und schon ist Toni einem wieder auf den Fersen. Ich glaube, ich hätte ihn nicht mit Schleim bespritzen sollen, er ist hier ziemlich sauer auf mich. Na warte, Karlchen, ich krieg dich. Und keine Sorge, von dem Schleim habe ich noch was übrig, das kriegst du dann ab. Oh Mann, jetzt aber schnell, ich muss ihn abschütteln. Mensch, wo bleibt denn meine Enkelin? Oh, Krankenhaus, das ist schon mal ganz gut. Hier kann man sich bestimmt verstecken. Und selbst wenn Toni mir bis hierher folgen sollte, wird er mich in diesem riesen Krankenhaus sicherlich nie finden. Oh, die Jugend von euch, guck dir den mal an. Immer nur am Rumhetzen und rasieren könntest du dich auch mal. Haha, Opa, das musst du gerade sagen mit deinem Bart. Du könntest ja schon den Weihnachtsmann damit spielen. Oh, Momentchen mal, da kommt mir noch eine Idee. Sorry, Opa, ich brauch mal den Rollstuhl. Was? Hilfe! Hilfe! Diebstahl! Ach, keine Sorge, die kriegst du nachher wieder. Und hepp! So, erledigt. Okay, den Rollstuhl habe ich schon mal. Mal schauen. Toni ist auch noch nicht in Sicht. Perfekt. Okay, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Zeitmaschine spielen und 50 Jahre draufsetzen. Haha, jetzt sehe nämlich ich aus wie der Opa. Und gerade recht, da sehe ich doch schon Toni kommen. Karlchen! Okay, dann werde ich da mal schnell Position beziehen. Ich meine... Hier muss er irgendwo sein. Ich hätte schwören können, ich habe ihn ja lang gehen sehen. Entschuldigen Sie bitte, der Herr. Haben Sie ja zufällig einen Verdächtigen gesehen? Möglicherweise auf der Flucht. Nein, habe ich nicht. Was glauben Sie denn, wo Sie hier sind? Junger Mann, das ist ein Krankenhaus. Diese Jugend heutzutage. Immer noch am Rumrennen hier. Lassen Sie sich mal die Haare schneiden mit Ihrem Pottschnitt. Da läuft doch kein ordentlicher Polizist rum. Aber jetzt, was ich sage, ich habe da jemanden langlaufen sehen in die Richtung da. Ungepflegter Kerl, drei Tage Bart, stechender Blick und so. Das war er vielleicht. Was, wie Haare schneiden? Also, egal. Also, was sagen Sie? Stechender Blick, unrasiert? Das geht gut, das muss Karlchen sein. In diese Richtung? Ja, genau, da lang. Alles klar, vielen Dank, der Herr. Ich muss los. Diese Jugend heutzutage, immer noch am Rennen. Ja, meine Verkleidung hat perfekt funktioniert. Toni ist ja so ein Trottel. Okay, jetzt runter mit dem Bart, der kratzt. So ist besser. War echt nett vom Opa, mir seinen Rollstuhl zu leihen. Ich sollte ihm ihn zurückbringen. Obwohl, wenn ich das jetzt mache, renne ich vielleicht noch Toni in die Arme. Ach, das mache ich später. Ah, ich hab's. Ich gebe den Rollstuhl einfach bei der Rezeption ab. Da kann er sich den selbst wieder abholen. Heute habe ich mal meinen freundlichen Tag. Schönen guten Tag. Wo kann ich denn diesen Flitzer hier abgeben? Ja. Mhm. Ja, ich verstehe. Ja, okay. Ja, ich höre. Okay. Hier, hallo. Ja. Hallo, Entschuldigung. Oh, echt jetzt? Ist es? Nee, das hätte ich niemals gedacht. Das ist ja so unglaublich. Hallo. Ja, gut, jetzt packen Sie mal den Hörer zur Seite, Mrs. Ich will ihr was abgeben. Du, kannst du mal ganz kurz... Bleib mal ganz kurz dran, bitte. Ich bin gleich wieder da. Was? Was kann so wichtig sein, dass Sie einen Notruf unterbrechen? Ja, Notruf. Das klang nicht wie Notruf, das klang wie Klatsch. Hören Sie mal, junge Frau, ich habe hier einen Rollstuhl abzugeben. Ich habe ihn draußen auf der Straße einsam und verwaist gefunden. Und ich bin ein netter Mann. Was soll ich damit machen? Na, wenn's weiter nichts ist, stellen Sie ihn einfach da drüben irgendwo ab. Einer unserer Pfleger wird ihn sich dann schon holen. So, Bettina, ich bin wieder dran. Also, wo waren wir? Ach ja, richtig. Alle Tratsch-Tante. Na gut, da werde ich das Teil mal hier in den Flur stellen. Uiuiuiui. Oh Mann, das sieht überhaupt nicht gut aus. Herr Baumhaus hatte recht, ich sollte lieber nicht mehr Frisbee hier im Flur spielen. Das war ich aber nicht, der war schon kaputt, ja. Das werde ich auch gleich mal dem Hausmeister melden. Oh Mann. Ach Sascha, Mensch, es tut mir ja auch leid, dass du deine Mütze verloren hast. Aber die findet sich schon wieder, ganz bestimmt. Ja, das sagst du so leicht, aber trotzdem, die fehlt mir. Ja, mir fehlt sie auch. Ohne Mütze siehst du mir verdammt ähnlich. Das ist unheimlich. Komm, lass uns ein bisschen Fernsehen gucken. Das lenkt dich ab und du vergisst deine Mütze bestimmt schnell wieder. Na, dann wollen wir mal schauen, was läuft. Hey, was? Was ist denn jetzt? Warum ist es auf einmal so dunkel? Hey, was war das? Au, ich glaube, ich habe mich geschnitten. Warte, Sascha, ich rufe schnell Schwester Clara. Halt durch. Ich habe so Angst. Was ist... Wenn was Schlimmes passiert. Keine Sorge, das ist nur eine Untersuchung. Da wird schon nichts Schlimmes passieren. La 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 la. Okay, so. Einfach hinstellen, hat sie gesagt. Na gut, dann hier sieht's gut aus. Zack. So, erledigt. Gut, dann jetzt nichts wie raus hier, bevor noch... Was ist denn jetzt passiert? Damit habe ich nichts zu tun, ich schwöre. Oh, ich hab Angst.
ganz ruhig, ganz ruhig. Oh je, Stromausfall. Das hat mir gerade noch gefehlt. Bevor hier irgendeine Panik ausbricht, sollte ich mich schnellstens dünne machen. Karlchen! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich habe den Opa gefunden, den du mir den Rollstuhl geklaut hast. Oh oh. Na gut, jetzt hat's doch was Positives, dass Stromausfall ist. Im Dunkeln kann er mich schlechter finden. Na gut, wo verstecke ich mich jetzt bloß? Ich muss unbedingt hier weg. Hier stehe ich auf dem Präsentierteller. Mal schauen, irgendwo werde ich ja wohl was finden. Karlchen, ich weiß, dass du da bist. Hä? Nanu? Was ist denn jetzt? Wo ist das Licht hin? Ich habe doch gestern erst alle Glühbirnen gewechselt. Ach herrje, ein Stromausfall. Was machen wir jetzt? Das ist aber seltsam. Hatten wir nicht letztens erst alles kontrolliert? Okay, das ist ein Fall für mich. Als Hausmeister ist es mein Job, hier alles instand zu halten. Und so eine Sicherung wieder reinzumachen, ist ja wohl das kleinste Übel. Also weg mit dem Besen. Und ran mit der Taschenlampe. So, schalten wir das Teil doch mal an. So, und hier ist der Plan. Mal schauen. Aha, der Stromkasten befindet sich im unteren Flur. In Ordnung. Na dann, los geht's. Aha, da ist er. So, dann wollen wir mal. Das wird eine Kleinigkeit. Gut, was gibt's hier zu sehen? Wow! Junge, Junge, da ist aber ganz schön was durchgebrutzelt. Das werde ich mir mal genauer anschauen müssen. Okay, mal sehen. Also der eine Draht ist völlig durchgeschmort und die Sicherung ist wohl auch defekt. Ah, schade. Eine neue Sicherung habe ich jetzt natürlich auch nicht bei und den Draht auch nicht. Da muss ich nochmal ins Büro und die Sachen holen. Okay, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Verstecken, verstecken. Wo kann ich mich nur verstecken? Warte mal, was ist denn das hier? Ach, ein Klo. Naja, besser als nichts. Warte mal, was haben wir denn hier? Eine Uniform. Das könnte mir vielleicht noch nützlich werden. Karlchen, ich weiß, dass du hier bist. Oh oh, der olle Räuberschreck kommt. Schnell verstecken. Karlchen, wo bist du? Du kannst dich nicht verstecken. Ich finde dich. Das passt wie angegossen. Und Toni ist auch vorbeigelaufen. Perfekt. Gut, dann mache ich mich mal aus dem Staub. Doktor, 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 kommen Sie schnell. Was? Ein Glück finde ich Sie hier. Kommen Sie, Doktor. Wir müssen uns beeilen, schnell. Ein Patient braucht Ihre Hilfe. Es ist ein Notfall. Das tut mir leid, Sie müssen mich da wohl verwechseln. Ich werde da mal meiner, Arbeit nachgehen. Aber Sie sind der einzige Arzt, den ich jetzt finden konnte. Bitte, kommen Sie mit, Sie müssen uns helfen. Es ist dringend. Karlchen, ich weiß, dass du da bist. Ach, in Ordnung, in Ordnung. Ich bin genau der Doktor, den Sie meinten. Los, los geht's. Folgen Sie mir, Doktor. So, Kleiner, du hast also den Onkel Doktor gerufen, da bin ich. Was hast du denn? Wer sind Sie? Wo ist denn den Dr. Baumhaus? Ach, Dr. Baumhaus ist wegen des Stromausfalls verhindert. Du musst mit mir, Dr. Carlos, Vorlieb nehmen. Na gut, ich habe mich vorhin, als es dunkel wurde, aus Versehen geschnitten und da... Ich sehe schon, keine Sorge, ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Hier hast du Pflaster, dann noch ein Verband, hier noch was drum. Hey, Moment mal. Ich habe mich doch nur geschnitten. Ich brauche doch keinen Beingips. Hey, was soll das? Hören Sie gefälligst auf. Ich habe mich doch nur geschnitten. Tada! Na, was sagst du dazu? Bin ich ein guter Doktor oder was? Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich sehe auch nichts mehr. Hilfe! Perfekt. Wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, kannst du dir auch nicht mehr wehtun. Alles klar, Arbeit getan. Dann werde ich mal... Karlchen! In Ordnung, ich muss da mal los. Auf mich wartet der nächste Patient. Tüdelü! Wo bist du? Du kannst dich nicht verstecken. So, da wäre ich wieder mit einer nagelneuen Sicherung. Setz mal die doch gleich mal ein. Und... In Ordnung. Sicherung ist drin. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen schrauben. Okay, jetzt noch den Draht richten. So, dann sollte alles klappen. Okay, sollte es gewesen sein. Okay, jetzt sollte es eigentlich jeden Moment wieder hell werden. Haha, perfekt. Job erledigt. Oh, ein Glück. Das hat ja lang genug gedauert. Ah, perfekter Zeitpunkt. Meine Schicht beginnt gleich. Gut, dann will ich mich mal direkt umziehen. Hey, was? Mein Kittel. Wo ist denn mein Kittel? Das war aber ein komischer Doktor, nicht wahr, Sascha? Ja, du, das kannst du laut sagen. Juhu, der Strom ist wieder da. Endlich können wir wieder Fernsehen gucken. Na bitte, wird ja auch Zeit. Oh, und ich dachte, wir müssen ja noch ewig im Dunkeln sitzen. Haha, hier wird Toni mich nie finden. Keine Sorge, Frau Meier, es tut überhaupt nicht weh. Karlchen! Karlchen! Bist du hier? Hä? Entschuldigen Sie bitte, haben Sie hier einen Verdächtigen gesehen? Nein, mein Herr, ich muss Sie auch wirklich dringend bitten zu gehen. Wir sind hier gerade am Röntgen. Sind Sie sich sicher, dass Sie niemanden Verdächtigen gesehen haben? Er muss hier sein. Ich habe jetzt schon das ganze Krankenhaus abgesucht.
Er muss hier irgendwo sein. Nein, wirklich nicht. Bitte verlassen Sie jetzt die Räumlichkeiten. Bettina, wirf das Röntgengerät an. Jawohl, Doktor. Frau Meier, legen Sie sich bitte wieder hin. Ja, einen Moment. Wunderbar. So, jetzt noch die Röntgenlampe und zack. So, jetzt müssen wir nur noch schnell anschalten. Schwester, was machen Sie denn da? Sie müssen die Röntgenlampe auf den Patienten richten. Wie bitte? Ach, herrje. Das kitzelt irgendwie. Aha, was haben wir denn da? Karlchen, du bist enttarnt. Stillhalten bitte. So, hab ich dich endlich. Ab ins Gefängnis mit dir. Du hast nur Glück gehabt, Toni. Hätten die das Röntgengerät nicht angemacht, wäre ich dir entkommen. Es ist mir egal, ob Glück oder Schicksal. Hauptsache, ich habe dich. Und Verbrechen lohnen sich nicht. Merkt ihr das? Tja, Leute, das war ja wohl nichts, oder? Flucht ins Krankenhaus hat leider nicht funktioniert. Wenn ihr mehr von meinen Abenteuern sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, indem ihr hier links oben auf meinen runden Kopf klickt. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Na dann, Leute, macht's gut.